So, dann wollen wir mal gucken, wie hier mit den Temperaturen ist. Ich weiß nicht, ob man sieht. Wo ist der Thermometer? Mal gucken. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber der Thermometer zeigt in der Sonne 43 bzw. 44 Grad. So, das ist der Hof. Yeah. Dann gehen wir mal im Stall. Da hier auch ein Thermometer zu hängen. Oh, ist das angenehm. Hier im Stall um die 25 Grad. Bei dem Wetter hätten sich jetzt beide in den Stall verzogen. Da hätte es nichts gebracht, auf dem Hof irgendwas zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spät wir das jetzt haben, aber es muss so gegen 11 rum sein. Hier habe ich gerade ein bisschen gewässert, aber nicht wegen dem Gras, sondern weil der Boden sehr trocken war. Da mache ich auch gleich weiter. So, und hier im Schatten, ja, mal gucken, na, wo war er? Immer noch 30 Grad. Hinten in der Hengstbox müsste ich mal Thermometer aufhängen. Aber bei dem Wetter habe ich die Pferde in Ruhe gelassen. Weil es hätte nichts gebracht. Die wären mir kaputt gegangen. So. Jetzt mal gucken. Einmal da. Da. Yeah. Oh, Menno, Scheißtechnik. Yeah. So. Ich habe schon eine Weile gebessert. Gerade die Stellen, die noch nicht so wachsen sind. Also das hat auch ein bisschen mit Brandschutz zu tun, was ich hier mache.
Also ich habe nicht weniger Arbeit, nur weil die Pferde nicht da sind. Es ist nur andere Arbeit. Jetzt muss ich Pause machen, weil ich Kreislauf leidet unter dem Wetter. Wow. Und jetzt machen wir ganz niedliches. Ich habe hier schon über eine Stunde gewässert. Es kommt kein Wasser raus.
ganze Wasser, was ich draufgegeben habe, wird vom Boden aufgenommen. Was der Sinn der Sache ist. Wie man hier sieht, es kommt nichts raus. Da vorne ist ein bisschen rausgekommen. Oder? Aber nicht dolle. So. Aber hier ist erstmal feucht, da kann nichts passieren. Das war nämlich das, was ich bezwecken wollte. Katerchen kommt wieder, selbst dem ist es zu heiß. Ja. Und diese 45 Grad und mehr hat man auch oben auf unserem Spaziergang. Und es war bei dem Wetter nicht möglich, irgendwas mit den Pferden zu machen. Weder mit Junge noch mit Alte noch sonst irgendwas. Das macht man nicht. Da habe ich die Pferde in Ruhe gelassen, habe sie selber entscheiden lassen. Hier wachsen ein Haufen Heilkräuter für Pferde. Yeah. Mal gucken, wie da hinten ist. Oh ja, hier ist auch angenehm. Also hier hinten durften auch so um die 25 Grad sein. Ähnlich wie im Stall. Nee, ich habe schon mal hier geguckt. Da wachsen jede Menge Heilkräuter, die ich aber nicht hingemacht habe. Aber alle in irgendeiner Form für Pferde zum Beispiel verwertbar sind. Ja. Das war das Zuhause meiner Pferde. Die konnten in den Stall, die konnten hier hinter, je nachdem wie ihnen zumute war. Oh, mein Kreislauf. Ja. Wie gesagt, die Arbeit ist nicht weniger geworden, sie ist nur eine andere geworden. Garfield! Komm her, Süßer. Na, wo ist er? Ja, am Zaun muss ich ein bisschen was verändern. Ja, wo ist der Süße? Mo! 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 Ja! Ja, komm noch! Mo! 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 So. Ja. Wir gehen ja jetzt rein. Jetzt geht's rein, mein Süßer. Hey, wie gesagt, also im Moment würde ich hier kein Rehepferd draufstellen. Weil zu viel Grün. Tja, Arbeit muss eben halt alles sein, irgendwie. Die ganze Arbeit. Aber wie gesagt, man steht eben halt mit allem alleine. Was soll's? Ja. Er wird sie nicht alle fangen können. Garfield. Du bist doof. Ah, hier ist angenehm kühl. Ah ja. Geh mal wieder rein, Süßer. Komm. Ugh. Garfield. Komm. Noch Futter für die Kleinen einfangen, weil die Meerschweinchen morgen sich keine Platte machen. Ah. So. Garfield. Süßer. Hey. Nein, nur hat er keinen Bock.
Wie gesagt, hier habe ich mal gegoogelt. Das ist der weiße Gänsefuß. Ist auch was für Pferdchen. Spitzwegerich habe ich. Fenchel ist hier drauf. Das heißt Brennnessel. Ja. Na, ich habe mal eine Weile Kräutermüsli gefüttert. Ew. Nee, das ist auch Gänsefuß. Ah ja, er macht es sich bequem. Den soll er. Gut, und ich gehe rein, meinen Kreislauf erholen.